Möchte man verstehen, wie die verschiedenen Zelltypen und Gewebe in der Sprossachse drin zusammenarbeiten, muss man sich den dreidimensionalen Aufbau der Sprossachse etwas genauer anschauen. Wir wollen das hier am Beispiel dieser Abbildung tun. Zunächst verschaffen wir uns einen Überblick über die verschiedenen Schnittrichtungen, denen man hier begegnet. Der Querschnitt aus dem Alltag übertragen entspricht dem Schneiden von Salami. Der Radialschnitt wäre zu vergleichen mit dem Schneiden von Tortenstücken. Und schließlich der Tangentialschnitt, der entspricht dem Schälen von Karotten. Mit diesen drei Schnittrichtungen können wir uns nun Gedanken machen, wie das Zusammenspiel der verschiedenen Zellen funktioniert. Wir beginnen mit dem Leitgewebe-Cambium. Es sitzt hier an dieser Stelle und erscheint nicht nur in der Abbildung, sondern auch im mikroskopischen Bild als bandförmige Struktur. Bandförmig in dem Sinne, dass es aus mehreren Zellschichten aufgebaut ist. Das ist nicht ganz korrekt. Eigentlich wäre das Leitgewebekambium lediglich eine oder zwei Zellschichten mächtig. Weil aber die gegen außen und gegen innen erzeugten Zellen zunächst noch undifferenziert sind, erscheint das Leitgewebekambium als eine etwas dickere Struktur. Gegen außen erzeugt das Leitgewebekambium sekundäres Phloem. Die Hauptaufgabe des Phloems ist der Ferntransport der Assimilate. Die Assimilate, das ist der Zucker, der in den Blättern durch Photosynthese gebildet wurde. Der Ferntransport geht in beide Richtungen, also rauf und runter. Beispielsweise zu den Wurzeln, wenn sie Speicherorgane ausbilden, welche Stärke erzeugen, dann wird diese Stärke aus Zucker synthetisiert und dieser Zucker gelangt durch das Phloem hinunter in die Wurzeln. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Pflanze Früchte und Samen macht. Die sind eher oberirdisch zu finden und dann geht der Ferntransport des Zuckers, der Assimilate, zu den Früchten und Samen an den Enden der Triebe. Aufgebaut sind oder ist das sekundäre Phloem aus Siebröhren und Geleitzellen. Die Siebröhren transportieren den Zucker durch Überdruck. Beladen und entladen werden die Siebröhren durch die Geleitzellen. Gegen innen erzeugt das Leitgewebekambium das sekundäre Xylem. Xylem ist das Gewebe, das den Ferntransport von Wasser und darin gelösten Nährstoffen bewerkstelligt. Das sekundäre Xylem besteht aus drei verschiedenen Zelltypen. Zunächst haben wir hier die Tracheen. Die Zellen, welche die Tracheen ausmachen, haben ihre Querwände teilweise oder vollständig aufgelöst. Wenn sie sie nur teilweise aufgelöst haben, dann erscheint das so als leiterförmige Struktur und die kann man auch im Lichtmikroskop sehr schön erkennen. In der Abbildung hat es hier mehrere Tracheen, das wären die blau markierten Strukturen. Sie sind sowohl
quergeschnitten als auch längs. Die zweite Struktur im sekundären Xylem sind die Holzstrahlen. In dieser Abbildung hat es gleich einige davon. Die Aufgabe der Holzstrahlen ist der radiale Transport von Zucker, von Assimilaten zwischen dem sekundären Phloem, das haben wir zuvor grün markiert gehabt. Diese Holzstrahlen transportieren den Zucker vom sekundären Phloem, sie reichen da hinein und werden dann als Baststrahlen bezeichnet. Diese Holzstrahlen nehmen den Zucker auf im Phloem und transportieren ihn ins Zentrum der Sprossachse, ins Mark. Das Mark ist ein Speicherorgan. Man kann sich das so denken, im Verlauf der Vegetationsperiode wird das Speicherorgan mit Stärke gefüllt. Dann im Herbst ist das Mark randvoll, gefüllt mit Stärke. Im Frühling, wenn die Knospen austreiben, hat die Pflanze noch keine Blätter, sie kann noch keine Photosynthese machen und damit sie die ersten Blätter bilden kann, greift sie dann auf dieses Speichergewebe zurück, auf das Mark, baut die Stärke ab im Mark, der Zucker gelangt dann über die Holzstrahlen zurück ins Phloem und kann dorthin gehen, wo die neuen Blätter gebildet werden. Der dritte und letzte Zelltyp im sekundären Xylem, den wir besprechen wollen, das sind die Holzfasern. Sie sind sehr zahlreich. Wir markieren sie hier mit braun. Sie bilden eine Art Matrix, in die die anderen Strukturen eingebettet sind. Eine Besonderheit der Holzfasern ist, dass im Frühling das Leitgewebekambium Holzfasern erzeugt, welche relativ weitlumig sind. Weitlumig bedeutet, dort wo der Protoplast gewesen ist, dort wo der lebende Teil der Zelle gewesen ist, dort ist relativ viel Platz. Das wäre das Frühholz. Diese Zellen erscheinen dann optisch für uns etwas heller. Gegen Ende der Vegetationsperiode im Herbst hingegen erzeugt das Leitgewebekambium Holzfasern, die sehr englumig sind, also nur einen geringen Innendurchmesser haben. Die erscheinen dann für unser Auge dunkler. Und der Übergang vom Herbst ins nächste Jahr, in den nächsten Frühling, den erkennen wir auch ohne Lupe, auch ohne Mikroskop bei einem Baumstamm als Jahrringgrenze.